Ja, wir haben dann auch so einiges für das Kleine geholt. Wir haben zum einen noch ein paar Haferflocken gehabt und so Katzenmilch. Ja, und dann noch so ein kleines Häuschen uns besorgt und einen kleinen Futternapf noch. Und ja, das haben wir dann sozusagen gemischt. Also die Haferflocken in der Katzenmilch aufgeweicht und dann ein bisschen Banane mit reingestampft. Und ja, das hat sie auch richtig gerne gefressen. Noch lieber mag sie anscheinend Apfel. Ich habe das auch einmal mit Apfel gemacht und das hat sie richtig flott aufgefressen tatsächlich. Ja, und jetzt für die Anfangszeit war sie erstmal in diesem ganz kleinen Terrarium oder Aquarium drin. Und ja, wir werden auf jeden Fall jetzt bald schon ein größeres holen, weil man merkt einfach, dass ja, das viel, viel zu klein für sie ist. Aber für die ersten Tage war es überhaupt mal wichtig, überhaupt erstmal irgendwas zu haben. Ja, das ist der kleine Fratz. Mittlerweile sitzt sie auch ganz entspannt auf meiner Hand. Aber ja, ich habe mir sagen lassen, dass das bei Jungtieren tatsächlich normal ist, im Gegensatz zu erwachsenen Tieren, die natürlich dann sofort beißen würden oder abhauen würden. Hier kann man auch noch mal ganz gut sehen, dass ich unten natürlich auch so ein bisschen Styropor hingepackt habe. Das ist einfach dafür, damit die Kleine es auch schön warm hat, weil die, wenn die noch so jung sind, können die ihre Körpertemperatur einfach noch nicht so gut selbstständig aufrechterhalten. Und da seht ihr auch schon das neue Häuschen. Sie ist auch schon da reingekrabbelt. Man sieht nur noch das Schwänzchen da rausgucken. Ja, und jetzt ist natürlich meine Frage, was für ein Tierchen habe ich denn da überhaupt gefunden? Also eine Hausmaus kann es anscheinend nicht sein, weil die dafür zu groß ist. Und ja, keine Ahnung. Also vielleicht habt ihr eine Idee, was es sein könnte. Es ist auf jeden Fall ein Jungtier. Die ist nämlich noch ganz tapsig und ja, total unbeholfen. Und wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt, was es sein könnte. Es könnte natürlich auch sein, dass es eine junge Ratzi ist, also eine Ratte. Vielleicht haben wir ja ein paar Rattenexperten, die mir da vielleicht weiterhelfen könnten. Ich freue mich über eure Nachrichten und Kommentare. Ja, da seht ihr, da wird der Haferbrei richtig verschlungen. Also es scheint ihr jetzt gut zu schmecken.